Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Snapshot auf meinem Channel heute. Hier oben könnt ihr das sehen. 24W11A. Und der Snapshot bringt Neuerungen für alte und auch generell neue Features mit. Deswegen seht ihr hier ja schon diese Wand. Erstmal, was hat sich so getan? Also, naja. Es gibt einige neue Armor-Trims. Es gibt diese schöne neue Waffe hier. Dazu kommen wir aber noch. Es gibt neue Banner. Neue Pottery Shards. Wo ihr das Zeug findet, erkläre ich auch alles gleich. Keine Sorge. Dann gibt es die Trim-Variante bzw. die Item-Variante. Dann gibt es eine neue Rod. Das ist die hier. Die sieht ähnlich aus wie die Blaze Rod, nur dass diese blau hier ist. Genau. Ansonsten wurde noch was für den Summon Command geändert. Also wenn ihr slash summon und Wolf macht, na, wurde ja im Snapshot, im letzten Snapshot, also im 10a müsste das gewesen sein. Genau. Da wurde es ja geändert, dass Wölfe eine andere Textur haben, je nach Biom. Und jetzt ist es so, dass die Wölfe in den verschiedenen Biomen auch per Summon Command die richtige Textur bekommen. Das gilt für alle Biome, zum Beispiel auch für die Sub-Biome. Das heißt, es gibt ja Badlands und das hat ja nochmal Unterkategorien, also Sub-Biome, nenne ich das jetzt mal, und da wird dann auch die entsprechende Textur für den Wolf genommen. Das wären dann, muss ich mal fix nachschauen, das wären der Rusty Wolf, der Spotted Wolf und der Stripped Wolf. Also diese Varianten werden in den entsprechenden Biomen jetzt auch per Summon Command die richtige Textur benutzen, statt der Standard Wolf Textur. Wobei man das generell in einem Summon Command auch mit NBT-Daten ändern kann. Aber wenn man die halt eben nicht angibt, ist es vom Biom abhängig, was man denn für einen Wolf bekommt. Genau. So, dann kommen wir mal dazu, dass Mojang mal wieder sich entschieden hat, die Data- und Resource-Pack-Version zu ändern. Die Data-Pack-Version ist jetzt 35 und die Resource-Pack-Version ist 29. Wird sich wahrscheinlich im nächsten oder übernächsten Snapshot mal wieder ändern. Ich verstehe zwar nicht, wieso die das dauernd machen, aber meine Güte, macht's doch beim Release. Okay. Wir weichen vom Thema ab. Also, folgendes. Wie ihr seht, ich habe hier einen Käfig aufgebaut mit meinem Mittagessen. Ich meine Kür. Ja, ist das Gleiche. Dann haben wir hier noch eine schöne Blaze. Und ja, diese Wand. Wofür die ist, dazu komme ich jetzt. Und zwar folgendes. Wir haben ja neue Sachen hinzugefügt bekommen. Ja? Ich habe mir hier so eine schöne Auflistung vorbereitet. Sie haben den Mace hinzugefügt. Das ist eine neue Waffe mit einem sehr interessanten Effekt. Sie haben die Breeze Rod hinzugefügt, das ist die blaue Rod, die ich vorhin gezeigt habe. Dann wurden zwei neue Armor Trims hinzugefügt. Drei neue Pottery Shards, pardon. Und zwei neue Banner, wie schon vorhin gezeigt. Dann haben sie noch ein bisschen den Loot in den Trial Chambers, also in dieser neuen Dungeon-Struktur, angepasst. Und die Trial Chambers wurden intern, das ist jetzt für die Spieler nicht so wichtig, aber die wurden intern umbenannt von 3 und so weiter. Also die wurden ursprünglich durchnummeriert, jetzt an die eigenen Namen. Ist aber nicht so wichtig. Kommen wir doch erstmal zum Loot in den Trial Chambers. In den Trial Chambers kann man jetzt diese neuen Trims finden. Ne, das ist das Bolt Trim, das Floor Trim kann man da finden
Und auch das Floor Banner und das Guster Banner, so heißen die zwei neuen Banners bzw. Armor Trims. Die kann man da finden. Und auch diesen neuen Block, der hinzugefügt wurde, namens Heavy Core. Die kann man da jetzt finden, beziehungsweise, ja, man kann sie da finden. Entweder indem man Challenges besiegt und diese, ich sag mal, Tresore lootet, oder indem man die Pots, Decorated Pots, lootet. Dann kann man die finden. Genau. Und was die können, ganz einfach. Ich habe hier mal die beiden Trims aufgebaut. Ne? Die sehen ähnlich zueinander aus, finde ich ehrlich gesagt. Wobei das hier ist ein bisschen dunkler als das hier. Und das hier ist der Heavy Core, wie ihr sehen könnt. Ja, dieses Ding. Der hat eine spezielle Eigenschaft. Und zwar braucht man diesen plus, ich meine, einen oder zwei von diesen Rods. Wenn man die im Crafting Table oder im Inventor recraftet, dann bekommt man hier diesen Mace. Das ist dieser, ich sag mal, Hammer. Wobei, wenn man es ins Deutsche übersetzt, ist es Streitkolben. Aber für mich sieht das eher aus wie ein Hammer, ehrlich gesagt. Und der hat eine interessante Eigenschaft. Und zwar, wenn man damit einen Mob trifft, zum Beispiel einen Breeze oder haufenweise Kühe, dann kriegst du A, keinen Fallschaden, wenn du es denn schaffst, im Fallen einen Mob zu treffen. Schaffst du es nicht, dann kriegst du den üblichen Fall Damage. Zeige ich auch gleich. Aber wenn du es schaffst, dann kriegst du 0 Fall Damage und die Viecher, die man trifft, krepieren, beziehungsweise das man getroffen hat, krepiert. Alle anderen kriegen ein Knockback, also die werden sozusagen weggeschleudert. Das ist das, was dieser Streitkolben hier macht. Dazu braucht man eben diesen Heavy Core und ich meine zwar, nee, Quatsch, wir brauchen nur eine Rod, also eine Breeze Rod. Die heißt so, weil der Breeze, dieses schöne Vieh hier, der droppt die. Der droppt aber auch nur diese Rods. Und wenn ihr Looting habt, kann der auch mehrere davon droppen. Also der droppt normalerweise 1 bis 2, kann man aber wie gesagt erhöhen, wenn man Looting hat. Und man kann diese Breeze Rod auch umcraften. Ja, wenn ich jetzt hier in den Crafting Table gehe. Nein, nicht mit dem Mace. So. Dann kriege ich aus einer so einer Rod 4 Wind Charges raus. Ja. Nehme ich mir jetzt mal fix die Wind Charges sozusagen. Und mit so einer Breeze Rod und dem entsprechenden Armor Trim, das ist das. Welches ist das? Das ist das Floor. Das Blau ist das Floor. Android plus Floor Template ergibt noch ein Floor Template und mit Kupfer und gewachstem Kupferblock, also mit normalem Kupferblock und gewachstem Kupferblock, kriegt man hier dieses dieses Smithing Template. Genau, dieses Bolt Smithing Template. Und eben diese Shards kriegt man halt auch, so wie die Burner Patterns in den Trial Chambers. Ich habe die hier mal aufgebaut. Eins davon hat hier so eine Art Wind Charge als Symbol. Das andere hat so ein Breeze als Symbol. Könnte aber auch ein Tannenbaum sein, wenn man es auf den Kopf stellt. Und hier haben wir ja eher so eine spiegelverkehrte Axt, aber ich schätze mal eher, das soll der Mace darstellen. Genau. Und hier haben wir einmal nochmal das Banner, das sieht eben halt aus wie ein Breeze. Aber auch irgendwie wie ein WLAN-Symbol, wenn man den Kopf irgendwie schafft wegzukriegen, und zwar nur den Kopf, und das hier sieht eben, ich weiß nicht, das sieht aus wie so ein gekringeltes Fragezeichen oder wie irgendwas. Es erinnert mich an irgendwas Essbares, ich weiß aber nicht was. Ist auch Wurst. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zum besten Item ever, nämlich dem Mace. Der hat Angriffsschaden 7 und Attack Speed 1,6. Das ist ähnlich äquivalent zu einem Deer Sword.
Das hat nämlich 7 Angriff und ne, das ist genau gleich eigentlich. Mace und ihr Schwert gleich. Mit dem Unterschied, dass der Mace keine Enchantments zulässt. Eben weil er schon OP ist. Ne? Und das testen wir auch jetzt mal, wobei ich das wahrscheinlich eh verkacken werde, weil ich nicht besonders gut im Zielen bin. Naja, ist ja auch egal. Erstmal Survival-Modus. So. Ja doch. Erstmal Survival-Modus. Machen wir mal die Event-Charges dahin. Ah, komm. Das hat zwar geklappt, aber nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann am besten fliege ich mal ein Stück weit hoch. Wird jetzt wahrscheinlich Damage kriegen. Yep, ich habe Damage gekriegt. Ist aber auch egal. Man muss schon wissen, wie man zielt. So, jetzt hat's geklappt. Wie ihr seht, die wurden rausgeschleudert. Und ich bin hier drin. Aber wenn man einen Critical Hit hat, macht, dann macht dieses Ding auch One-Kill-Schaden. Ich klimmer hier die Kühe ein bisschen. Andere Viecher kriegen eben Knockback. So. Hallo Kühe, ihr dürft hier jetzt weiter rumlatschen. Ja, ansonsten, das ist eigentlich, was der Snapshot so kann. Ist nicht so das Tollste, aber auch nicht, ehrlich gesagt, das Schlechteste, ne? Man muss halt zielen üben. Und der Windcharge hier, der ist auch nicht One-Hit. Ne? Die Kühe halt auch nicht. Man muss eben wissen, wie man was trifft. Ich finde diesen Mace sehr praktisch, weil so kann man eben Fall-Damage abwenden, wenn man denn richtig zielt. Ja? Ansonsten, die haben die Trial Chambers ein bisschen geupdatet, haben sie geschrieben. Aber ich persönlich finde nicht, dass sie das gemacht haben, weil es sieht genauso aus wie früher. Ich habe mir das extra markiert. Ja, hier haben wir eine Trial Chamber. Ich persönlich finde, die sehen immer noch genauso aus wie vorher auch. Nur, dass hier gerade kein Grundwasser ist. Auf jeden Fall kriegt man eben diese neuen Items hier in den Trial Chambers. Das ist so, was jetzt passiert ist in diesem Elva Snapshot. Genau. Und wenn wir jetzt hier so ein Heavy Core nehmen und so eine Rod, dann können wir das zu einem Mace craften. Genau. Wir haben hier einen Mace. Den kann man halt mit diesen Rods, glaube ich, auch reparieren. Per Amboss. Müsste man eigentlich. Das müssen wir mal ausprobieren. Wo haben wir denn Amboss? Amboss. Amboss haben wir hier. So. So. Genau. Den können wir mit den Rods reparieren. Ja. Also. So viel zu diesem Snapshot. Mehr gibt's nicht. Und wenn es in der nächsten Woche einen neuen interessanten Snapshot mit neuen Funktionen gibt, dann erfahrt ihr das wie immer bei mir. Jeden Montag. Wenn es euch gefallen hat, schaut doch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Ein Like und ein Abo wäre nett. Und ja, ich sag bis zum nächsten Snapshot und oder generellen Video und ciao, Leute.